eure Videos. Hi, ich begrüße euch zu Folge 274 und wir fangen mit einer Schweinerei an. Doch noch bei Rot, na was als sonst. Warum checken die elenden Fahrradfahrer das nicht? Als geltet die Ampel für die nicht. Die Stadtsoldaten oder was das da vorne ist, wollen den Müllwagen überholen und denken sich dann aber, nee, doch nicht. Schnell auf erste Hinweise, dass es sowas in der Art vielleicht tatsächlich gibt oder gab. Wie zum Beispiel diesen Bericht des NDR-Magazins Panorama. Ja, das Radio passt ja auch wieder wie Arsch auf Eimer, ne? Ich weiß manchmal nicht, ob sich das Leben oder so über uns lustig machen will. Ich verstehe es nicht. Naja, wie auch immer, wenn das Lied sagt, ohne dich schlafe ich nicht ein, dann würde ich sagen, er hat oder sie sein oder ihr dich dabei. Hä? Naja, auf jeden Fall, gute Nacht. Eingepennt. Links steht dieser silberne Toyota Mazda und der will jetzt nach rechts. Na super! Maki, ernst jetzt! What she says? Na super, ich war's nicht. 3.800 Euro Schaden hat der Silberne verursacht und er hat auch die Schuld gekriegt, weil er die Spur gewechselt hat, wo eine Sperrlinie war, wo er also nicht hätte wechseln dürfen. Ich würde allerdings nicht hier in dieser Kreuzung stehen bleiben, das kann man auch noch 100 Meter weiter auf einer geraden Strecke. Scheiße, die Bullen hinter einem. Kennt er auch, ne? Was machst du denn jetzt? Ah, hast nichts verbrochen, TÜV ist noch frisch und Papiere stimmen und du hast auch einen Führerschein und trotzdem, der Schweiß läuft einem links und rechts am Kopf runter. Ah, 50 fahren? Lieber 55 fahren? Fällt das auf, wenn ich 50 fahre? Oder 45? Nee, 45 geht gar nicht. Dann halten sie einen bestimmt an. Ah, 55 geht das noch? Oder soll ich lieber 60? Wegen der Tacho-Ungenauigkeit? Damit ich dann 55 fahre? Oder wie ist das mit deren Tachos? Sind die eigentlich geeicht? Passt das? Oder wie viel fahre ich jetzt? Und da war doch letztens die Nummernschildbeleuchtung kaputt. Einmal gegengeklopft und da ging sie wieder. Ob die jetzt gerade geht? Ist die gerade kaputt? Ach du Scheiße, die halten mich bestimmt an. Nur wegen dieser scheiß Nummernschildbeleuchtung. Verbandskassen? Ist der überhaupt noch gültig? Ich werde irre. Ah! Und der hat auch keinen Bock. Nee, die sind unterwegs zu irgendwas. Die nehmen jemanden hoch. Safe call. Weil ohne Sirenen, dann sind die dabei wahrscheinlich Popens. Oder Sandhorst hier vorne. Und fein den Blitzer umfahren. Die Schweine, Alter. Oh, hast den anderen gesehen? Er ist so ein der fährt immer noch auf die Gegenspur. Ja, er bremst runter. Damit er den Blitzer umfährt. Ja, aber er könnte auch einfach auf die andere Spur fahren. Ja, das Ding ist halt kein Blaulicht an. Das heißt, er müsste das irgendwie seinem Chef erklären, dass die geblitzt worden sind. Soll ich die Dashcam-Aufnahme einschicken? Ja. Oh, das wäre ein Ding. Würde ich ja machen, ne? Speicher die eben. Einfach aus Prinzip, um eben zu sagen, ey, die Bullen, die machen auch nicht alles richtig. Ach, wieder so ein gruseliges Video. Da vorne geht's um diesen LKW. Guckt ihn euch einfach mal an. Bedenkt bitte bei Logistik heutzutage, dass ihr euch auf nichts mehr verlassen könnt. Vorne die Zugmaschine ist, was weiß ich, ein Pole. Hinten der Auflieger ist ein Holländer. Und was auf dem Auflieger hinten drauf ist, der Container, der kann von Firma so und so aus Deutschland sein, mit Ware aus Frankreich. Weil das eine von dem anderen gebietet ist, gechartert, Subunternehmer und so weiter. Du kannst dich heutzutage auf nichts mehr verlassen. Das wollte ich nun mal klargestellt haben, damit keiner sagen kann, hier viermal so und so ist der größte Dreck. Das hat heutzutage nichts mehr zu bedeuten. So, was würdet ihr jetzt machen? Ich hoffe, das einzig Richtige, die Bullen rufen. Die Stimme vom Polizisten spreche ich nach, denn nach dem Verzerren versteht man den nicht mehr. Von daher machen wir es mal so. Notruf der Polizei. Hallo, mein Name.
Ich möchte bitte einen betrunkenen oder einen sehr verwirrten LKW-Fahrer melden auf der A1 Abfahrt Ronsdorf Richtung Langerfeld. Also Richtung Norden. Also in Fahrtrichtung Norden, ja? Ja, genau. Der Polizist fragt jetzt unsere Kamera nach dem Namen und der Polizist versteht es nicht. Und die Kamera wiederholt es noch dreimal und buchstabiert es. Und irgendwann haben sie es dann tatsächlich mal geschafft. Und das Kennzeichen von dem LKW ist? Ja, was soll ich sagen? Jetzt reden sie die Buchstaben wieder hin und her. Der Polizist versteht wieder nicht alles. Und dann nochmal hin und her und wieder hin und her. Und oh. Was ist das für ein LKW? Oh, ein blauer. Unsere Kamera hat auch die Buchstaben vorgelesen. Und was steht da hinten drauf? Ja, und jetzt ging das wie so ein Ping-Pong-Ball immer hin und her. Kamera sagt die Buchstaben, Polizist wiederholt sie, dann sprechen sie gleichzeitig und also ein heilloses Durcheinander. Also, bis sie das geklärt hatten. Ich ziehe die Audiospur für den Rest des Videos mal ein bisschen vor, dann kommen wir besser hin mit der Zeit. Ja, okay. Und was war da so auffällig? Sehr betrunkenes Fahrverhalten. Ist jetzt Ronsdorf abgefahren. Fahreraus ist ein Kennzeichen. Als Zugmaschine, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Und der ist jetzt abgefahren, ja? Ja, nach Ronsdorf raus. Ja, alles klar, danke. Jo, danke Ihnen. Dankeschön, ciao. Die Polizei rief dann einige Zeit später nochmal an und haben sich das nochmal gefragt, was, wie, wo. Und er fragte dann, ja und? Und da haben sie gesagt, sie dürfen nichts sagen, aber das Ergebnis ist eindeutig. Also, hast du alles richtig gemacht, Cedric. Das Geilste ist ja noch, Cedric hat die ganze Sache so durcheinander gebracht, der hätte eigentlich die Ausfahrt auch rausgemusst. Er sagt, ich weiß nicht, warum ich weitergefahren bin. Das, ja, vollkommen überfordert wahrscheinlich. Aber ist klar, ne, also, Mann. Ich habe da letztens ein Video gesehen von einem Motorradfahrer. Der filmte die Straße und in der Straße, da fehlte ein ganzes Stück. Da war von, durch Bauarbeiten, war da ein ganzes Stück rausgeflext. Da war eine richtig scharfe Abrisskante und dann fehlten 50 cm Straße. Ja, wo es runtergeht, geht es auch irgendwo wieder rauf. Und an dieser zweiten Kante, wo es dann die Straße wieder anfängt, da hat sich, nein, haben sich die, das waren glaube ich zwei Motorradfahrer, da haben die sich erstmal schön komplett ihre Räder und die Felgen zerstört, weil die halt dann da mit ihren Motorrädern durchgefahren sind. Und ich habe mich gefragt, wie blöd kann man eigentlich sein, in einer Baustelle da durchzufahren? Das muss ja abgesperrt gewesen sein. Und ich dachte mir, warum? Ja, aber hier, in diesem Video hat man ja gesehen, warum. Warum die es machen. Ja, jetzt verstehe ich das auch. Alter! Was ein Affenkopf. Abgas Arnold fährt durch die Gegend, hinter ihm ein Porsche. Hier ist 80-Zone, ich habe das für euch gecheckt. Und er fährt ja auch etwas über 80, passt schon. Und dann will der Porsche überholen. Und Abgas Arnold kriegt genau in dem Moment eine scheiß Fliege oder Käfer zerplatzt ihm da auf der Scheibe. Er macht den Wischer an. Dann hupt er aber auch noch. Und weil er sich denkt, dieses Überholmanöver ist doch ziemlich knapp. Und das in Kombination, da fühlte sich der Porsche-Fahrer dann doch ein bisschen angepisst anscheinend. Weißt du, warum das hier gleich passiert? Weil hier jeden Tag der gleiche Stau ist und weil die Arschgeigen meinen, sie müssen sich nicht anstellen, sondern irgendwie bis ganz vorne durch und dann blockieren sie die ganze Straße, um da sich irgendwo reinzudrücken. Und deswegen ist es nur richtig, dass hier mal das passiert und derjenige es vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr tut. Das sind einfach so egoistische, lebensgefährliche Manöver. Also unfassbar. Als LKW-Fahrer kannte ich das ja nun auch und da bin ich denn schon immer, weil man ja sowas sieht, dass das gleich passiert, bin ich denn schon immer eine Spur nach links, wenn ich denn geradeaus weiter wollte, damit ich an diesem ganzen Scheiß vorbeiziehen konnte in aller Ruhe und die anderen, die konnten da hinten ruhig kämpfen. Guinness? Geil. Mann, warum lasst ihr die denn alle da rein, ey?
Jawoll! Unfall! Scheiße! Verdammt nochmal! Ja, jetzt bei mir. NRW-Brummi ist noch als Zeuge da geblieben. Allerdings hätte ich gesagt, lasst uns auf den Standstreifen fahren. Wir brauchen hier nicht mitten auf der Straße stehen und alles blockieren. Fotos machen und weg da. Schaut mal ganz links da hinten, da fährt einer rückwärts. Was soll denn sowas? Mann, dann seht zu, dass ihr einen anderen Weg findet. Sowas Bescheuertes, ehrlich. Hier ist so viel Verkehr. Aber was reg ich mich auf? Brutgans macht das für mich. Was macht denn der da? Du bist doch blöd, ey! Verpiss dich! Nicht ganz sauber, ey! Oh, du hast doch einen an der Meise! Hey, sag mal! Hat ganz schön oft geknallt in dieser Folge, ne? Danke fürs Zusehen, danke für eure Videos, danke, danke, danke. Tschüss!